So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge City Skylines. Wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass wir hier hinten immer noch das Problem mit den Zügen haben, mit dem Stau, der dann verursacht wird. Und der zusätzlich nochmal weitere Staus hier, hier und hier verursacht. Ne, hier. Sieht man es schön. Ja, genau. Kannst du ruhig meckern. Passiert nichts. Außer danach. Die Schranken gehen nicht. Doch, ja, weil da der nächste kommt. Ist natürlich auch clever. Der hält jetzt erstmal. Ja. Okay, die kommen hier also nie vorbei. Das heißt, ja, das Ganze wird abgerissen. Das wird untertunnelt. Und, ja. Diese ganzen roten hier, das sind ja alles Passagierzüge. Die haben auch kaum Leute dabei. 16. Was hat denn der dabei? 2. Der da hat. Oh, 82. Bisschen mehr schon. Aber letztendlich ist es so, wenn man mal schaut. Hier sind es jetzt 101. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen mehr, aber was haben wir hier? 0. Der da hat jetzt wie viel? 0. Der hat wahrscheinlich welche. Ja, 9. Ich werde diese ganzen Passagierbahnhöfe alle abreißen. Alle. Weil es einfach irgendwie... Ja, ich bin der Meinung, die blockieren das alles. Ja, das sind die ganzen roten. So, wir werden... Das heißt, wir fangen hier schon mal an. Oh, eine kleine Radikaltour. Da. Und da. Und da geht's rüber. Das heißt, hier kommt wieder das dahin. Gleich haben wir noch ein paar davon hin. Klick, 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 klick. Soll ein bisschen schön aussehen. Der nächste ist der da. Der kommt dann auch weg. Ja, das ist natürlich klasse, wie sie sich alle nicht darüber freuen, aber benutzt hatten eh keiner. Also, ja, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber Hauptsache mal meckern. Da kommen die hin. Dann kommen die da auch noch hin. Da klatsche ich jetzt nichts hin. So, hier werden sie wahrscheinlich auch gleich meckern. Natürlich. Ja, aber mal richtig am Jammern hier. So. So, hier kommt aber jetzt komplett Wohngebiet hin. Das da. Da auch. Da noch. Bäumchen mache ich jetzt gerade nicht. Habe ich erst halt gar keine Lust. So, das muss auch weg. Das kann eigentlich alles weg. Das hier wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen die Autobahn hier da. Die Doppel. Die. Ach, keine Ahnung. Wir müssen das einfach nochmal neu machen. Das wird nämlich nicht reichen. Das weiß ich. Weil nämlich der Güterbahnhof. Der Passagierbahnhof schon sehr knapp gepasst hatte. Das ist der Güterbahnhof. So, der passt da nämlich wunderbar hin. Das passt aber da nicht hin. Scheiße. Was? Zu stark. Oh. Geil. Scheiße, sieht das geil aus. Okay, dann reißen wir das mal gar nicht komplett ab. Scheiße, sah das geil aus. Obwohl, ne, eigentlich ist mir das hier hinten ja schon recht. Mal hier. So, geht doch. Sieht doch ganz okay aus. So, jetzt müssen wir mal... Ich könnte es doch untertun... Nee, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Sagen, das muss so ein bisschen gemacht werden. Sieht zwar auch doof aus, aber pff, wen interessiert's? Ich baue den übrigens deswegen hier hin, weil hier soll ja später alles irgendwie, wenn es geht, viel Gewerbe hin. Und ja, dafür ist es natürlich, glaube ich, nicht so verkehrt, wenn so ein Ding hier steht, damit die Warenaustausch und so Geschichten haben. Wenn es doch nicht so toll ist, kann ich das Ding ja noch abreißen. So, das heißt, die haben wir alle weg. Dann müssen wir das hier untertunneln. Da brauchen wir natürlich Platz. Das ist ja immer so. Ich
weiß man lieber ein bisschen zu viel ab als zu wenig. Ist ja nicht so schlimm. Das war, glaube ich, zu viel. Ja, das war zu viel. Egal. So, die da nehmen wir. Zack, jetzt haben wir es schön unterdunnelt. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier rüberkommen. Genau, denn wir wollen... Na? So, genau. Kriegen wir dadurch ein bisschen mehr Wohnraum? Nö, nicht wirklich. Kann man es auch weglassen. So, hier kommt gleich die Wohnung wieder hin. Wohnung, Büro, machen wir mal hin. Warte mal hin. Okay, da kommen Wohnungen, Wohnung, Wohnung, Wohnung. Wohnung, machen wir hier auch Wohnung, komm. So, laut dürfte das ja nicht sein. Das da ist Büro. Kann man hier noch mehr bauen? Ja, Büro, Büro, Büro. Da fehlt noch die Wohnung. Ja, komm, klatschen wir noch schnell hier die Bäumchen hin. Einfach mal so, weil wir es können. Schenne aus. So, jetzt fehlt noch eine Großbaustelle. Das ist das hier. Zumindest fällt mir jetzt gerade nichts anderes ein. Das müssen wir untertunneln. Das staut sich hier alles. Guckt euch aber die ganze Armada hier an. Da hinten, hier sind sie am Ächzen, weil alles Mögliche fehlt. So. Wir mal gleich dahin, dahin und dahin. Ha! Mussten nichts abreißen, außer da vorne vielleicht. So, der da muss aber noch dran. Dann halt da dran. Gut, okay, das sieht komisch aus, das lasse ich aber erstmal. Obwohl. Wir bauen da einfach was ganz Komisches hin. Ich könnte hier auch das noch untertunneln. Ach nö, das lassen wir jetzt einfach mal so. So, dann lassen wir das Ganze mal laufen. Jetzt sind die ganzen, kommen wir mal hier. Boah, was hier auf einmal los ist, ey. Mein lieber Schwan, guckst du das doch mal an, ey, was hier fährt. Guck mal, als nächstes können wir hier das Ganze mal so ein bisschen angehen, dass wir das ausgebaut haben. Okay, jetzt staut es hier. Ja, es... natürlich, klar. Wie im Leben hier. Ne? Leute fahren einfach rein, ohne die Straße frei zu haben. Eigentlich müssten die hier alle warten. Ja, da, okay, die haben Platz gemacht. Ja, die fahren einfach durch. Ja, auch genau. Wie im Leben. Einfach durch. Augen zu und durch. Ja, vor allem die Polizei. Hm. So gehört sich das. Das ist ein richtiger Betrieb. Guck mal hier. Ja, aber es läuft. Ja, was ist hier? So, und schon hat sich das Ganze hier nämlich aufgelöst. Prima. Was ist mit den Zügen? Gibt es noch Staus? Da sehe ich jetzt nichts. Na, hier staut sich es wieder. Na, so halb irgendwie. Also irgendwie läuft es jetzt. Man merkt schon, dass aber deutlich... hier ist gar nichts mehr im Verhältnis. Aber hier staut sich. Man merkt aber, dass da irgendwie viel weniger ist. Ich überlege gerade, ob wir hier eine Leitung rüberlegen sollen.
Wo fahren die eigentlich hin? Hierhin fährt keiner. Ah, kann ja auch gar nicht, ich Idiot. Da kann ja niemand hinfahren. Das heißt, von der Seite geht ja gar nichts. Das könnten wir aber mal ändern. Hm. Ich glaube, das machen wir auch mal. Wir machen mal langsamer. Wir nehmen jetzt die Schienen hier. Oh, das ist echt übel mit den Schienen. So, jetzt können die auch da lang. Jetzt können sie auch in die andere Richtung fahren. Da kommt einer und was macht er? Was macht er? Nein, er fährt weiter. Das ist der nächste. Go, go, up. Und fährt der erste rein. Nein. Nein. Fährt der kann das auch rein. Ihr Schweine. Aber die können jetzt auch darüber fahren. Trotzdem fährt hier jetzt. Ach, hier fährt einer. Und wie sie da rauskommen, die Autos. Ja! Hier habe ich nur eine Abfahrt, aber keine Auffahrt. Okay, die Auffahrt ist ja da hinten. Hm. Hm. Könnt ihr eine Auffahrt basteln? Könnte, müssen aber nicht. So, komm, wann kommt hier der nächste Zug? Kommt, was ist mit dem da? Ja, der bewegt sich. Oh, können wir auch mal aufräumen hier. Oh, hat sich wieder alles mögliche angesammelt. Ich weiß, ich bin extrem schlecht. So, was passiert hier? Gibt's hier Staus? Natürliche, wenn überhaupt. Soweit läuft's. Das ist gut. Apropos, wir hatten doch noch... Da. Ja, die Stadtgebiete könnten wir auch mal wieder ausweiten. Neue erstellen. Was ist denn das für Gebäude? Oh, schick. Was sind denn hier die Grundstückspreise? Wo waren die denn nochmal? Bodenrichtwert. Oh, der ist hoch. Kein Wunder. Obwohl, so hoch ist der eigentlich gar nicht. Hier ist viel höher. Hm. Merkwürdig. Ja, das ist klar. So, was ist mit Arbeitslosen? Ja, okay, da haben wir gerade alles. Oder nicht arbeitslos, dass ihr zu wenig Leute habt. Ja, aber jetzt haben wir es. Es ist jetzt keine Ahnung, das dritte oder das vierte Mal, wo ich das schon sage. Aber ich glaube, wir haben es jetzt wirklich gelöst. Weil hier ist kein Stau mehr. Nichts. Nichts mehr. Und hier auch nicht. So minimal halt mal, ne? Das passiert. Aber das war's dann auch. Wobei die Seite ist damit noch nicht verbunden. Aber hier fährt jetzt auch schön was. Das müssen wir dann auch nochmal machen. Hier, heute habe ich es echt mit Gleisen. Das ist eine Schienenfolge heute. Das hier wird heute eine Gleisfolge. Das klingt total bescheuert. Egal. Ja, jetzt ist hier aber richtig Verkehr hier hinten. Oh. Ah, der belebt das Ganze hier richtig. Was ich mir ehrlich gesagt noch wünschen würde, ist, dass die Züge und auch Autos nicht einfach mitten auf Kreuzungen halten, sondern wenn es nicht passt, dass sie halt vorher halten. Weil das ist wirklich einfach Quatsch.
Hier zum Beispiel. Blockiert der hier sinnlos alles? Wobei, nee, das ist eigentlich auch Quatsch. Das sind noch normal Schranken, oder? Ja, okay, gut. Das könnte, das vergisst, was ich gesagt habe. Das ist ja Quatsch. Das sind ja eh Schranken. Dann könnte er auch stehen bleiben. Aber die Autos, da macht das irgendwie meines Erachtens keinen Sinn. Ist eigentlich geil, sind eingefangen. Oh, was hat denn der da? Traktor. Aero Designs. Wow. Ja, wir kratzen an den 40.000. Was brauchen wir eigentlich fürs nächste? 44. Das müssen wir auch mal angehen, dass das vorankommt. Aber ihr merkt auch schon, je größer die Stadt wird, desto mehr Krempel muss man aufpassen. Und man wird dann richtig bestraft, wenn man, wenn man in der Vergangenheit irgendwas gebastelt hat, wo man dachte, es ist doch gut und dann ist es doch scheiße. Beziehungsweise, es war da nicht so für das Größere ausgelegt. Ja, mal gucken, wo uns die nächste Folge hinführt. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, bitte ab damit in die Kommentare. Und ja, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.